Jetzt kommt Aktiv-Passiv-Mehrung, Aktiv-Passiv-Minderung. Das heißt, hier wird in der Tat die Bilanzsumme verändert. Ja, hier verändert sich das System. Schauen Sie, wir kaufen Rohstoffe auf Ziel für 2000 Euro. Wir kaufen Rohstoffe auf Ziel für 2000 Euro. Das heißt, unsere Rohstoffe werden jetzt mehr. Von 3000 auf 5000 steigen sie an. Und unsere Verbindlichkeiten, weil wir auf Ziel kaufen, ist das eine Kurzfristverbindlichkeit, steigen auch an auf 5000. Das heißt, hier hat sich die Bilanzsumme vorher und nachher erhöht. Und jetzt kommt noch die Aktiv, hier Aktivseite, ja, hier Passivseite. Aktiv-Passiv-Mehrung bedeutet, Aktivseite ist mehr geworden, Passivseite ist auch mehr geworden. Jetzt kommt die Aktiv-Passiv-Minderung. Aktivseite ist weniger geworden, Passivseite ist weniger geworden. Wir bezahlen eine Lieferrechnung über 1500 in bar. Das heißt, statt Gasse 5000 steht da jetzt noch 3500. Und die Kurzfristverbindlichkeit hat natürlich entsprechend auch abgenommen auf 3500. Das heißt, unterm Strich, die Bilanzsumme ist gesunken, und zwar natürlich auf beiden Seiten, während sie hier auf beiden Seiten gestiegen ist. Also, was heißt das? Zusammenfassung. Aktivtausch bedeutet Vermögen. Auf der Aktivseite steht das Vermögen ändert seine Daseinsform. Das heißt zum Beispiel flüssiges Vermögen wie Kasse wandelt sich um in fester gebundenes Vermögen, wie zum Beispiel eine Maschine, wenn wir eine Maschine kaufen. Kein Werteverzehr. Schauen Sie, wir sind hier im Bestandskontenkreis. Wir sind hier immer bei Römisch erstens im Bestandskontenkreis, nicht im Erfolgskontenkreis. Den berühren wir im Moment gar nicht. Vermögen ändert seine Daseinsform beim Aktivtausch. Passivtausch bedeutet, Kapital ändert seine Daseinsform. Aus kurzfristigen Verbindlichkeiten werden langfristige Verbindlichkeiten. Die Finanzierungsstruktur ändert sich, die Bilanzsumme ändert sich nicht. Aktiv-Passiv-Mehrung bedeutet Kapital, oder sagen wir es umgekehrt, Vermögen und Kapital, Aktivvermögen, passiv das Kapital, Vermögen und Kapital erhöhen sich. Und Aktiv-Passiv-Minderung bedeutet Vermögen und Kapital werden reduziert. Aktiv-Passiv-Minderung verrät es schon. Reduzierung hier, ja. Reduzierung hier und Vermehrung entsprechend hier der Pfeil, die Erhöhung, ja. Völlig klar im Grunde vom Wort schon zu erklären. Vier Vorgänge. Insgesamt haben wir vier Vorgänge, nur vier Vorgänge. Das ist alles, was man im Bestandskontenkreis macht und machen kann. Mehr ist das nicht. Wir sind immer noch im Bestandskontenkreis Römisch 1. Wir lösen jetzt die Bilanz auf.
Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.